Für die einen sind sie Terroristen, für die anderen Freiheitskämpfer. Jene Männer, die vor 60 Jahren knapp 40 Strommasten in die Luft gejagt haben. Auch 6 Jahrzehnte haben nicht für einen gemeinsamen Blick auf die Geschichte ausgereicht. Dietrich Orian war ein kleiner Bub, als sein Vater zum Sprengen aufbrach. Ja, es war mein Vater, wurde festgenommen von der Feuernacht selber. Weiß ich wenig, aber von der Festnahme und Rafter für die Besuche im Gefängnis. Sie waren so schwer misshandelt und Ding, dass ich lieber geschweigt habe und nichts gesagt habe und selten, dass was rausgekommen ist. Heute ist er hier, Bozner Lauben, erster Stock. Ein privater Verein stellt Stücke des BAS, des Befreiungsausschusses Südtirol, aus. Im Beirat sitzen unter anderem Heimatbund, Schützenbund und Eva Klotz. Es gibt einige Museen, die sich mit dem auch auseinandersetzen. Zum Beispiel im Weißen Turm auf Schloss Tirol kommt das ja auch vor. Aber wir sprechen hier von 10 Jahren, die sonst irgendwie zu wenig aufgearbeitet worden ist. Es ist immer auch wichtig, auch diese Verklärungen einerseits zuzulassen, aber andererseits nicht zu unverrückbaren Mythen werden zu lassen, sodass wir plötzlich nur noch gute und liebe, fromme Südtirol-Attentäter haben. Da war Gewalt im Spiel und umgekehrt haben wir aber auch einen demokratischen Staat, der zu illegalen, kriminellen, menschenverachtenden Mitteln gegriffen hat. 60 Jahre Feuernacht, eine Geschichte, viele Erzählungen, noch immer. Das sind Widerstandskämpfer, weil die sich gewehrt haben gegen die Zustände, die damals geherrscht haben. Als sie zu Sprengstoff griffen, waren sie zweifellos Attentäter. Sie haben Attentate verübt, also insofern sind Sie Attentäter, aber ich denke, man kann Sie genauso in Ihrer Diktion als Freiheitskämpfer bezeichnen. 60 Jahre danach lebt die Erinnerung. Der Schützenbund hat in der Nacht auf heute Strommasten im ganzen Land rot beleuchtet. Das Echo ist geteilt. Das war das Symbol der Ausbeutung durch das Land, der wirtschaftlichen in dem Fall, durch den Staat Italien. Und jetzt diese Masten zu beleuchten, ist eigentlich eine sehr schöne Geste, darauf aufmerksam zu machen, was ist damals passiert. Der Griff nach den Symbolen geht aber eher in diese Richtung von Schuld, Anklage, Verteidigung und nicht in diese Ebene des Erzählens, wo sich ja Menschen auch in die Augen schauen müssen und nicht über Symbole kommunizieren. 60 Jahre, doch es bleibt noch viel zu tun für einen gemeinsamen Blick auf die Geschichte. Für den Südtiroler Schützenbund und den Südtiroler Heimatbund ist die Einordnung klar. Sie sind heute Abend in Frangard beim Sepp Kerschbaumer Gedenkstein zusammengekommen, um an 60 Jahre Feuernacht zu erinnern. Schützen aus Südtirol, Nordtirol und dem Trentino eröffneten die Gedenkfeier mit der Frontabschreitung. Anschließend erinnerte Roland Lang, der Obmann des Südtiroler Heimatbundes, an die Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1961, in der rund 40 Strommasten in die Luft gesprengt wurden, um auf das Südtirol-Anliegen weltweit aufmerksam zu machen. Ehrenlandeskommandant der Schützen, Elmar Thaler, machte in seiner Rede die Begnadigung zum Thema und forderte Rom auf, diese endlich auszusprechen. Am Abend gegen 7:30 endete die Feier mit der Ehrensalve und der anschließenden Kranzniederlegung.